Hallo, liebe Leute, und herzlich willkommen zurück bei Until Dawn. Grausig gemeinsam durchgegruselt, Staffel 2. Jetzt bin ich am Bett. Der Grauton hat seine zwei Folgen absolviert. Jetzt muss ich wieder ran. Es fängt gerade an zu regnen. Es ist ein etwas düsterer Tag, passend für dieses Spiel. Während der letzten Folge hatten wir eine Entscheidung zu treffen, ob wir mit Chris uns selbst erschießen oder ob wir Ashley erschießen. Wir haben uns dafür entschieden, wir richten die Pistole auf uns und drücken gar nicht ab. Das war bis jetzt, glaube ich, die richtige Entscheidung. Ja. Weil wahrscheinlich wäre es noch cooler gewesen, hätten wir abgedrückt. Dann wäre sie jetzt noch überzeugter von uns. Kann sein. Aber ich hätte dann Angst, dass er dann Selbstmord gefährdet ist. Oder keine Ahnung, was das... Oder das wäre dann doch böse geworden. Ich weiß es auch nicht. Zumindest ist es jedenfalls so gewesen, dass wir dann mit Mike auch Sam gerettet haben aus der Fesselung. Und ja, festgestellt haben, dass in Wirklichkeit der Clown-Typ, der Psychomörder, beziehungsweise er ist eigentlich gar kein Mörder, sondern Psychopath, ist Josh. Wie wir es halt auch schon vorher vermutet haben. Eine Folge oder zwei Folgen vorher. Eine Folge vorher vermutet haben. Und jetzt sind wir mit Emily hier, mitten in den Minen, in den Höhlen, wo anscheinend Flammenwerfer-Heini hier ist. Und muntere, schreiende Gesellen. Ja. Und wir sind jetzt irgendwie runtergestürzt. Und was der gute Josh wahrscheinlich nicht weiß, ist, dass auf den Bergen tatsächlich Morde geschehen. Richtig. Und wir sind jetzt hier, oh Gott, hier sind überall Menschenknochen. Wahrscheinlich von allen möglichen Personen, die in den letzten Jahren und so weiter vermisst worden sind. Shit. Nein. Der ist tot. Hallo? Totem? Kein Totem? Wir haben noch nicht mehr viele Totems übrig. Mit rechts war es ja auch Entscheidungen treffen und so weiter, ja, ne? Ja, genau. Das mache ich mit rechts. Da ist was. Was liegt denn da? Hallo? Eine Leiter. Ja, kann man sich mal angucken. Oder so. Da liegt was am Boden. Könnte das da ein Totem sein? Das könnte ein Totem sein. Weird. Das ist ein Totem. Really weird. Nee. Kein Totem. Nee, das ist... Was ist denn dort? Ein Klumpen. Beim Schneiden werde ich es bestimmt wieder glasklar erkennen. Am Bergarbeiterhelm kann das sein? Ja, ja. Oder? Doch, irgendwie sowas in der Art. So eine Lampe. Ja. Oder. Ja, irgendwie sowas, irgendwie ja. Irgendwie so. Die Leuchtpistole. Nein. Es ist doch was Pistolenartiges. Liegt auf einem Stein. Ach so. Ein Haken? Gut, wir erkennen es nicht hundertprozentig, aber irgendwas... Sorry, also wenn wir uns auch gerade blöd anstellen, aber keine Ahnung, was das sein soll. Ha. Aber es gibt auch keinen Hinweis dazu, dass man es mal nachgucken kann. Jetzt very weird, sagt sie. Hier scheint auch eine Sackgasse denn zu sein. Also jetzt haben sie schon wirklich lange keinen richtigen Jumpscare mehr gemacht. Ja, das ist das Problem. Liebster Billy, komm schnell sicher nach Hause von deiner dich liebenden Frau und deiner Tochter Agnes und Louise. Agnes. Agnes und Louise. Okay. Okay. Louise? Louise? Kennen wir irgendwen? Na, ich glaube, Agnes hieß die Frau von Papa Washington. Bin der Meinung, da stand Agnes Washington. Sicher bin ich mir aber nicht. Nee, es ist 1952, dann ist es das nicht. Nee, 1952. Bergarbeiterfamilienfoto. Ja, Bergarbeiterfamilienfoto. Ah ja, okay, gut. Okay, dann hat es nichts damit zu tun. Das ist einfach nochmal ein Hinweis von wegen, übrigens, hier sind die Bergarbeiter gestorben, so hat der Motto. Dass diese Wesen etwas mit den Bergarbeiter zu tun haben anscheinend. Warte mal, da leuchtet es noch. Da. Ja, der kämpft gegen diese Viecher. Ja. Okay, hier kann man klettern. Ja, müssen wir dann wohl. Was ist da?
Vorne, ach, das sind das wieder die Schienen oder ist das was anderes? Ja, das sind wieder die Schienen. Na, dann müssen wir klettern. So, müssen wir jetzt wohl klettern. Klettern ist gut. Klettern. Im Moment sind wir ja nicht, oder? Nein, den Typen retten, so hat dem Motto. Ja, ein Flammenwerfer. Na, mach wie du willst. Ich weiß nur nicht, ob sie die beste Sportlerin der Welt ist. Scheiße, ich weiß es nicht. Ich würde klettern. Naja, dass wir uns beeilen, sozusagen, zu ihm hinzukommen. Ja, er hat einen Flammenwerfer. Er hat überlebt seit 1952. Naja, und dass wir schnell zu ihm kommen, damit er uns vielleicht retten kann. Ja, dann spring. Okay, es scheint sich wirklich nur auf die Quicktime-Events auszuwirken. Richtig. Ich hatte jetzt Angst, wenn man ranspringt, dass sie dann... Also. Oh, jetzt kommt doch was, jetzt kommt was, jetzt kommt was. Ich weiß es, ich weiß es, ich weiß es. Nee. Scheiß Spiel! Ja, vor allem, ich finde, die spielen damit recht geschickt, weil am Anfang haben sie Jumpscare nach Jumpscare rausgehauen. Naja, und jetzt lassen sie ihn seit Stunden schon aus. Ja. Also nur so leichte Jumpscare. Der letzte größere Jumpscare war dieser Geist. Ja. Der einem da. Ja, aber selbst bei dem waren wir beide so ein bisschen. Aber ja. Dann war jetzt auch nicht so. War nicht so wie das komische Stinktier da. Das war bis jetzt der Allerschlimmste. Das war der Allerschlimmste. Oder vielfach. Also es zeigt halt jedenfalls gut, dass es nicht nur Jumpscares kann. Ja. Vor allem, wenn dann der nächste kommt, dann wird er uns so richtig erwischen. Es sind auf jeden Fall mehrere. Es sind mehrere, ja. Man hört das jetzt schon so raus. Kannst du mal die Leuchte hier mal richtig machen? Du hast die ganze Zeit so komisch schräg geleuchtet. Die ist verletzt. Oh Gott, wir stürzen doch gleich wieder ein. Ich sehe nichts. Hier leuchtet auch nirgendwo was. Kein Totem. Gar nichts. Das wollte ich übrigens auch nochmal sagen, falls ihr euch manchmal in den Let's Plays wundert, warum wir da rumirren und nichts sehen, das ist, die Videos sind etwas heller gerendert, als wir das sehen. On, for fuck's oh, fuck. Sake. Ja, klar. Son of a bitch. Ja, also man sieht in den Videos sehr viel mehr, als wir beim Spielen sehen. Okay, jetzt sind wir noch... Danke für das Licht. Shit. Scheiße, shit. Es brennt. Es brennt. Ach, wir sitzen hier oben. Unsere Fackel. Das ist eine gute Fackel. Warum gibt es jetzt... Okay. Hast du gut gebaut, Emily. Ja. Ich weiß ja nicht, ob sie sich jetzt nicht bald in die Luft springt. Mit der Fackel. Ach so, also wir hätten den Fahrstuhl gar nicht benutzen können, sondern wir müssen erst mit dem Strom umlegen. Oh my god, finally something works! Jetzt könnten wir erst den Fahrstuhl nutzen, überhaupt. Also wenn wir eine andere Alternative haben, dann würde ich das nicht machen. Hier geht es wahrscheinlich jetzt nicht mehr lang, wa? Nee. Ja, müssen wir wohl, was? Anscheinend. Jetzt bleibt uns jetzt keiner großartig andere Wahl. Also wir haben bis jetzt noch kein Wasser irgendwo hier unten gesehen. Ja, oder das Ding war, man durfte, dann hätte man jetzt versucht, ihn zu benutzen, wäre einfach abgestürzt oder sowas. Hätte ja auch sein können. Kann auch sein. Hier ist eine fucking Treppe? Ja, aber... Das ist... Der anderen Seite. Zaun, andere Seite. War hier nicht der Flammenwerfer-Typi? Ja, das kann ich jetzt gerade irgendwie nicht so richtig orten, wo das gewesen sein soll. Es war hier hinten irgendwie. Aha. Totem! Und es ist ein... Ich kann es nicht erkennen. Gefahr. Eine Gefahr, Totem. Etwas greift durch ein Gitter nach ihr. Oh, das hat mir schon... Wir haben wahrscheinlich wieder eins übersehen. Wahrscheinlich. Da war so eine Mauer, eine Steinmauer. Das ist aber nicht sie. Nee, wer ist denn das? Ja, stimmt, das ist eine männliche Stimme. Ja. Mike, oder? Kann Mike sein, kann aber auch Chris sein.
Nee, das ist aber Mike. Also Chris' Stimme ist das nicht. Mhm. Könnte auch Matts Stimme sein. Okay, das heißt, wenn wir so eine Steinmauer sehen, mit einem männlichen Charakter rechts halten. Nicht links an der Mauer lang gehen. Ja. So, was heißt Totem? Noch irgendwas hier? Hier sind Spaten, nimm den Spaten mit. Er hat schon eine Fackel. Das ist jetzt aber. Sie ist nicht Geralt. Ja. Was haben wir da? Da leuchtet's. Achso, da müssen wir wahrscheinlich eh lang. Aha. Okay. Das. Etwas liegt auf dem Fass. Ja. Hier ist. Nee, sah nur aus wie Blut, oder? Ja. Verdammt nun. Das wird immer, wir kommen immer näher. Könntest du bitte mal. Doch, das ist Blut. Müsste ja. Blut sein, ja. Es ist nicht gut, dass hier Blut ist. Oh Gott. Jetzt kommen wir ins Nest von denen, oder was? Ein Ausgang! Mit einem Eis. Ja, das ist, oh Gott, das ist es going wrong. Ja, ich wollte gerade sagen, du kommst da nicht hoch. Wie? Wahrscheinlich das ist eher der Ausgang für die Monster. Was haben wir da? Noch ein Totem? Mhm. Nee. Lovely. Danger is my middle fucking name. Von wegen Vorsicht Klippe wahrscheinlich, ja. Oder Abgrund. Ja. Wir sind hier auf dem Fass. Ein weiteres. Von Hannah? Von Hannah. Tattoo-Foto. Wann holst du dir deins, Beth? Ha! Wann holst du dir deins, Beth? Ist vielleicht doch Hannah tot und Beth hat überlebt? Nee, ist tot und hat Beth. Nee, das war 2013, guck mal. Das ist. Na gut, ja. War damals, aber die Frage ist, warum liegt das hier unten? Naja, weil wir vermuten, Hannah hat überlebt. Ja. Hannah hat ihr Bild hier mit runtergenommen. Oder weiß Josh doch, dass hier abgeht mit den Monstern? Weiß es nicht. Aber dann wird er nicht so eine Psychonummer abziehen, wenn er weiß, dass da oben in dem Berg. Vor allem dann würde er sich nicht zeigen. Wenn er die einfach nur umbringen will, dann würde er sich nicht zeigen. Was haben wir hier? Die Brille von ihr! Ja, die lebt. Ja, die lebt. Hannahs Brille. Die ist irgendwie hergekommen. Und ich vermute ja immer... Das ist das, wo die gelandet sind. Damals, oder? Die sind nicht in der Höhle gelandet, naja, oder? Man hat nur gesehen, dass die eine Klippe runtergefallen sind. Ja, gut, stimmt. Und auf Steinen aufgeschlagen sind in einer Eislandschaft. Ja, auch wieder wahr. Hallo? Die sind hier gelandet. Ich möchte, dass da... Moment, ich kann mich doch unscheinen? Hä? Vielleicht ist da was Wichtiges hinter. Fuck! Ach so. That's exactly a year ago. What does this mean? Ach du Scheiße! Ja. Und dann... Dann halt, wie viele Tage sie bereits hier unten fest saß. Die saß hier unten fest. Ach du Scheiße. Aber irgendwann hat es aufgehört. Also sie ist dann doch wieder rausgekommen. Ja. Oder... Sie ist jetzt die Mutter des Schwarms. Oh Gott. Kerrigan. Hier? Da liegt Blut. Dann... Da... Was? Beth Kreuz. Oh Jesus! 2.2.2014. Da hat sie sie beerdigt. Der hat Beth hier beerdigt. Uff, da geht's. Nee, weiter geht's nicht. Und das alles wegen eines dummen Streiches. Alter, Scheiße. Das heißt wahrscheinlich,
entweder weiß Josh es doch, oder Josh spielt oben sein Spielchen und Hannah macht hier die richtige Racheaktion. Ja. Und Josh hat keine Ahnung davon gehabt hier. Nur dann hätte sie einkalkulieren müssen, dass die wiederkommen. Naja, wahrscheinlich hat sie gar, ist es wahrscheinlich gar keine Racheaktion in dem Sinne, sondern einfach nur, die sind halt jetzt wieder da, Futter, lecker. Ja. Das liegt da hinten noch. Was ist das? Was ist das? Das Amulett! Hannahs Amulett! Oh, she was down here. Hannahs Medaillon. Ja, wir sind hier gelandet. Ja. Bess ist gestorben, Hannah hat überlebt. Das sind ja fast schon Dark Souls-Momente. Wenn man realisiert, wo man gerade ist. Holy moly. Ist da lang? Kann ich. Ja, hier wird's lang gehen. Das sieht aus so Richtung Fahrstuhl wieder. Ja. Die Kamera haben sich aber hier so in unsere Richtung lang schon hätte ich es gedacht, dachte das vielleicht. Oh. Was ist das? Ein Totem. Nee. Nein, das ist Bess. Nee, wer ist das? Warum? No! Bess Kopf. Oh Gott. Also sie haben beide den Sturz überlebt gehabt erst. Nee, Bess ist gestorben dadurch. Wie gesagt, die Totems kann man sich verlassen. Die hat die hier aufgestellt. Ach, wie krass. Ah ne, guck mal, das ist auch nur ihr Kopf und die Jacke. Ja. Sie hat einfach nur den Kopf hier aufgehoben. Ja. Ja, sie ist gestorben durch den Sturz. Ja. Ach, krass. Wie gesagt, das haben wir gelernt. Auf die Todestotems können wir uns verlassen. Ja. Ja, wir müssen hier lang, also mit Klettern ist nichts. Wir müssen zum Fahrstuhl. Oh. Wir kommen hier einfach zu glimpflich davon. Stimmt was nicht. Ja gut, es gibt ja keine andere Wahl. Wir müssen mit dem Fahrstuhl. Ja. Da okay, waren wir überall. Aber ich glaube, es könnte sein, wenn man versucht, den zu benutzen, dass der dann irgendwie abstürzt oder was auch immer. Aha. Wir haben keine andere Wahl. Wir müssen. Okay. Come on, let's go! Oh Gott, es gleich kommt. No! Das war noch lauter. Flammenwerfer-Typ! Du kannst es einfach besser als ich. Get back. Also dann hätte man sich auch nicht verstecken brauchen. Dreieck! Ricky! Dreieck! Dreieck. No. Ich würde gerne beim Fremden bleiben, aber ich habe das Gefühl, wenn wir uns nicht, wenn wir uns bewegt hätten, sage ich mal, ja, hätte er auch vor Schreck. Nein! Stimmt. Können wir auf den Fremden warten? Oh Gott! Umdrehen? Umdrehen. Gehen entgegen. Ich glaube, der will uns nichts. Nee, was macht sie jetzt? Nicht so um. Ah! Nicht kämpfen, nicht einfach. Kämpfen. Nicht kämpfen, einfach. Emily, sei nett. Und wechsel. Wechsel. Okay, aber ich glaube. Das war richtig. Das war richtig.
Josh! Oh Gott. Der ist total psychopathisch. Josh. Oh, very good. Every one of you, you got my name. And after all you've been through, good. I mean, how does that feel? Right? How does it feel? Do you enjoy feeling terrorized, humiliated, yeah. I mean, panicked? All those emotions that my sisters got to feel one year ago? Only guess what? They didn't get to laugh it off. No! Nope! No! They're gone! I don't know if you noticed this, Josh, but none of us are laughing. Oh, come. Why the long faces? Come on. It's good to get the heart racing every now and then, right? And race they did. I mean, every one of you just pitter-pat. I hope you appreciated my little phantasmagorical spectacle. I mean, no detail too small. That just no happened. Opportunity missed. It was such a delight to play the puppet master to all of your Pavlovian panic. And all that gore. There was gore galore, fake bodies. I mean, God, that shit was expensive. Oh. Only double takes. Oh, you should have seen your faces. Hook, line, and sinker for every little stinker. Josh, why are you doing this? Yeah, don't even ask this squirrely little runt. He's got no clue. He's out of his fucking tree. Well, he's definitely off his meds. Oh, come on, you guys. Revenge is the best medicine. You're done. Mike, he's sick. What? Come on, you guys are all gonna thank me when you guys become internet sensations. Wait, what? Oh, you better believe this little puppy's going viral, ladies and germs. I mean, we got unrequited love. We got blood. I don't think there's enough hard drives in China to count all the views we're gonna get, you guys. What are you talking about, you asshat? Jessica's fucking dead. What? Did you hear me? Jessica is dead. You are gonna fucking pay, you dick! Der weiß nichts davon. Ja. Ah! Oh. Guys, come on. Seriously, this is crazy, you know? Shut up. Why'd you hit her, man? Huh? Why'd you have to fucking hit her? Ah! What are you talking about? You punched Ashley, you piece of shit! Mm. Oh. I got so mad. You don't hit a girl. You just don't. Dude, Chris. Bro, And I'm not your bro. Where are we going? Where are you guys taking me? Locking you up, bro. What? So you can't do anything stupid before we call the police in the morning. Come on. I didn't do anything. Are you serious, bro? Goddamn murderer is what you are. I didn't do it. Michael, please, just listen to me, man. I did not hurt Jessica. Warte. Abtun, sei still, beschimpfen, das hast du verdient. Na, da ist Abtun, glaube ich. Nee, hä? Na, oder beschimpfen ist jetzt so, dass er ihn anbrüllt und sie sagen, was passiert ist und er reagiert mit, nein, das, so. Also sei still, finde ich gerade. Ido und Knopf. Beschimpfen wir? Are you insane? Like really? Do you not understand what you've done? I'm a healer, man! I bring people together! Not like you assholes. That's enough. Ach so, da wo er seinen Streich gemacht hat. What you wanna see. You're stop talking! You are dude. It's not my fault. You suckers can't take a joke. Scheiß Psychopath. Oh, wait. Did I hurt you? Did you just feel a little bit of pain right now? I am so schlecht darüber, was passiert ist. Stop it! Jesus, dude. Stop, Michael. I'm sorry, man. I can't tell you how sorry I am that something happened to Jessica, but I swear to you, I have no idea. Können wir jetzt anscheinend auf ihn glauben? So, warte mal. Drück mal Pause. Weil die Folge geht jetzt schon wieder eine ganze Weile. Dann würde ich sagen, ist das ein schöner Cliffhanger. Also, auf jeden Fall kommt jetzt skeptisch. Ja. Das werde ich jetzt auf jeden Fall machen. Ja. Kann ich jetzt auch auf Start? Ja, kannst du. Okay. War das jetzt deine erste Folge? Ja, ne?
Meine erste Folge, ja. Und ich habe keinen umgebracht, jawoll. Gut, bis jetzt läuft das ganz gut heute. Ja, also wir haben schon mal einen Gefahrentotem oder Vorahnungs... Ich weiß nicht mehr, was für ein Totenart das war. Auf jeden Fall übersprungen, weil Emily hat sich nicht da in Flammen gesteckt. Ja. Sie lebt noch und sie sitzt beim Fireman, ja, der hoffentlich gut ist, so wie wir die Theorie haben. Ja. Und er hat auch gesagt, sei ruhig ja, und so weiter. Er wollte uns nichts tun. Also war das Umdrehen besser als das Verstecken. Ja. Okay. Okay. Gut, wir glauben, wir sind auf dem richtigen Weg. Ja. Und dann sehen wir beim nächsten Mal, ob das auch wirklich so ist. Bis dahin, euer Grauton. Und euer The Ramen. Ciao. Ciao.